you ain't going nothing up. Jo, hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Need for Speed Most Wanted. Letztes Mal haben wir einen Rennsieg geholt und zwei Meilensteine. Wir brauchen noch also noch einen einzigen Meilenstein. Drei Verstöße. Alter, das ist ja extrem leicht. Einmal ein Polizeiwagen rammen, dann ein anderes Auto rammen und Sachen kaputt fahren, also Sachschaden. Dann haben wir es schon. Okay, los geht's. Alter, der Sound ist wieder übertrieben laut. Ja, da kann man da nichts ändern an dem Sound. Das ist einfach nur scheiße. Nee, kann man nicht. Mann, das ist echt voll scheiße. Warte mal. Leistungstuning? Okay. Ich mach mal irgendwas. Mal gucken, wie es drauf auswirkt. Alter, da ist die Musik wieder laut. Hallo, Polizei. Komm mal her. Komm auf, jetzt los. Wo ist denn hier ein Passantenfahrzeug zum Rahmen? Gucken wir mal. Haben wir eigentlich schon einen zweiten Verstoß für Sachschaden? Ich weiß es gerade gar nicht. Ah, doch, haben wir schon, okay. Dann würde ich sagen, können wir jetzt langsam dran denken, zu flüchten. Aber ich würde noch ein bisschen warten wollen, weil es gibt ja auch noch so Kopfgeld an sich. Jetzt haben wir noch 500 durch die Verfolgung. Okay. Die Karren sind überhaupt nicht stabil von den Polizisten. Ja. Natürlich, alles andere hier kann man kaputt machen. Aber das, wo ich hinlaufe, fahre natürlich nicht. Das ist typisch für mich. Aber jetzt müssen wir langsam mal an die Gänge kommen. Nee, also das würde ich jetzt nicht so gut finden. Oh, noch ein Meilenstein erreicht. Das heißt, wir sollten uns einfach mal abhauen. 1 Kilometer sind wir vom nächsten Stopp entfernt. Ach du Scheiße. Auf geht's. Oh, wo kommst du denn her? Naja. Geht's halt auch Party. Ich mach heute Party. Macht ihr heute Party? Anscheinend nicht. Naja. Nicht mein Problem. Ah, sind aber schon harte neben die Polizisten. Oh, geil. Einfach mal ins Stadion rein. VIP sind wir. Whee! Whee! Und versteckt. Das war's schon mit der Verfolgung. Es ging aber einfach. Nettes Rennen. Pass auf, Razor hat den Bezirk verlassen und fährt in Rockport. Um ihn zu kriegen, musst du die Gegend abklappern und in der Blacklist aufsteigen. Es gibt 3 Bezirke. Wir sind hier in Rosewood. Kenton Beach ist an der Küste und Rockport liegt direkt dahinter. Du kannst erst Rennen der nächsten Stufe fahren, wenn dein Ruf gut genug ist. Und dafür musst du gewinnen. Es gibt keinen zweiten Platz. Erfüll deine Aufgaben, bis du einen Blacklist-Fahrer herausfordern kannst. Sobald ich was Neues erfahre, lass ich es dich wissen. Bis dann. Okay, danke Rock. Warum bist du eigentlich auf unserer Seite? Als ob wir dir irgendwie geholfen hätten oder so. Naja, nicht mein Problem. Oh, Kopfgeld haben wir auch schon. Alter, 50.050 haben wir brauchen 50.000. Okay, das passt gerade so noch auf den Drücker. Okay, mach erstmal mal einen Sprint. Vielleicht nehmen wir erst noch nicht mal 5 Minuten auf. Okay, das heißt, wir könnten in dieser Folge die Rennen noch fertig machen und dann in der nächsten Folge schon das Test widmen.
Nice. Ah, natürlich ist es wieder extrem laut. Ja, natürlich ist es wieder extrem laut. Ja. Also ihr merkt wahrscheinlich, also ich habe ja im Part davor gefragt, ob ich die Musik lauter machen soll oder ob ich die Musik leiser machen soll oder so lassen soll. Und jetzt hat sich bis jetzt noch nichts geändert. Das liegt halt daran, dass ich die beiden Parts hintereinander aufnehme. Und halt, ja, noch nicht hochgeladen habe. Aber das nächste, sobald ich das nächste Mal aufnehme, werde ich gucken, dass ich es ändere. Also ich habe jetzt noch das Mikrofon lauter gestellt. Also die Stärke vom Mikrofon habe ich auf die höchste Stärke gestellt. Und dann halt auch noch bei Windows, die von Windows an sich die Mikrofonverstärkung auch aufs Maximum gemacht. Ja, mal gucken. Also, es ist auf jeden Fall, die Mikrofonverstärkung ist im Vergleich zu früher, oder zu den früheren Need for Speed Most Wanted Parts, um 10 Dezibel gestiegen. Also ich hoffe jetzt mal, dass man es merkt und dass es auch was bringt. Ansonsten bin ich womöglich gezwungen, die Musik auszumachen. Wobei ich ja, worauf ich überhaupt keinen Bock habe. Oder halt zur Not einfach die Wagen-Sounds wegmachen, aber das ist halt auch scheiße. Müssen wir mal gucken. Oh. Komm, gib Gas. Kleiner Drecksack. Ja, wir werden von so einem schwulen Golf überholt, von so einem luschen Golf. Mit unserer coolen Karre fahren wir da rum und auf einmal überholt er uns. Okay. Natürlich, ich muss ja wieder alles mitnehmen. Das ist ganz klar. Hallo, das ist unfair, Junge. Warum sind wir jetzt noch einmal letzter? Okay, jetzt muss ich wirklich aufpassen. Es ist nicht mehr so richtig einfach nur fahren. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Der Spaß nimmt natürlich auch die Abkürzung. Er kennt sich hier anscheinend auch etwas aus. Aber bis jetzt ist es ja noch ganz leicht eigentlich. Ich sollte lieber meine Klappe halten. Eigentlich ist es für einen normalen Spieler einfach, aber ich fahre natürlich wieder scheiße rum. Das ist ganz klar. Das ist ganz typisch für mich. Das ist einfach so. Keine Ahnung warum. Ja. Junge, 90%, wir müssen mal... Gib mal Gas, du Kackhaare. Los, schnell. Gib Gas, Junge, das wird extrem eng. Nein, 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 nein. Nein. Dein Ernst? Nochmal. Das ist doch... Es darf doch nicht wahr sein, Junge. Mann, Alter! Hör auf mich zu rammen, du Drecksau! Wir haben die Karre zwar getuned, trotzdem ist sie irgendwie voll lahm. Ich habe keine Ahnung warum. Oh, Werbung von Axe. Nice. Dass sie das sogar ins Spiel eingebaut haben. Cool. Also für Verhältnisse von 2005 ist das Spiel absolut Oberkammer. Ja, wirklich richtig genial. Das neue Need for Speed Most Wanted, oder halt zu neu ist es auch wieder nicht, das von 2012 rausgekommen ist. Also ungefähr vor einem Jahr rausgekommen ist es. Das habe ich auch und ich spiele es auch. Ich finde es auch nicht schlecht, aber ich finde es halt scheiße, dass man die Karre, dass man immer so ins Rennen reingeworfen wird, keinen Start hat und halt, keinen Start hat. Und man kann auch die Karre von außen nicht tunen. Man kann keinen Lack anpassen oder so. Man fährt einfach durch die Tankstelle und dann hat man wieder Lack. Haben wir neuen Lack. Und die Karre ist repariert. Super. Ich finde, es hat nicht so wirklich was mit Need for Speed zu tun. Und auch irgendwie sinnlos. Man wird von der Polizei verfolgt. Und wenn man von der Polizei erwischt wird, muss man nichts machen. Passiert nichts. Man muss keine Strafe zahlen, man kriegt keine Verwarnung. Einfach so. Man wird erwischt und wird dann zurückgesetzt. Dann manchmal, wenn ich ein Rennen gewonnen habe und keinen Bock habe, bei der Polizei zu flüchten, bleibe ich einfach stehen, lass mich erwischen. Und dann mache ich gleich das nächste Rennen. Alter. Ist halt ein bisschen scheiße gemacht. An sich ist es nicht schlecht, aber es ist halt kacke umgesetzt, finde ich. Da spiele ich doch schon lieber dieses Game. Komm, verpiss dich doch, Alter. Drecksack mit deinem Audi TT. Finde ich jetzt cool.
Schwule Karre, schwule Farbe hast du da, ganz ehrlich. Audi TT. Audi TT. Im Ernst. Und dann noch in rosa, ganz ehrlich, wie bitter. Alter, der Zweite heißt Wassermann. Okay. Wenn ich jetzt irgendwo dran ramme, dann war es das. Okay, doch nicht. Vorhin habe ich gesagt, es ist ja noch nicht wirklich schwer. Es ist ja auch eigentlich nicht schwer, also das meiste. Also wenn wir jetzt Tests absolviert haben, was ich denke auch nicht so schwer wird. Das war bei mir bisher auch nie schwer gegen Tess. Dann kommt was wirklich Schweres. Dann kommt Blacklist 13. Und mit dem hatte ich bisher immer so riesen Probleme, wirklich. Also ich hatte teilweise mit Blacklist 9 weniger Probleme als mit Blacklist 13. Das ist wirklich so. Wenn dich die Bullen verfolgen, siehst du auf deiner Karte eine Menge Symbole. Die stehen für Gebäude, bei denen du die Cops abschütteln kannst. Fahr einfach durch und die Verfolgung wird sofort unterbrochen. Wenn ihre Karren nicht beschädigt sind, halten sie bestimmt an, um Hilfe zu leisten. Vertrau mir, das klappt. Das kommt leicht spät. Da hättest du ein paar früher anrufen sollen. Ja. Mal gucken, was brauchen wir jetzt noch? Wie viel Rennsing haben wir jetzt? 2. Okay. Check this out.